Herzlich willkommen zum bisherigen Programmierspiel. Ich dachte mir, dieses Jahr im Sinne des Themas, des Wettbewerbs, des Sportes, würde sich ein kleines wettbewerbsähnliches Programmierspiel gut machen. Ja, um was geht es dieses Jahr? Es ist super innovativ Raumschiffe. Diesmal mit zwei Programmiersprachen, Lua und JavaScript. Generell werden auch noch mehr Sprachen einbaubar, dazu komme ich später. Was ist das Ziel? Es geht darum, Galaxien zu erobern, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Man kennt das, das Übliche. Genau, es geht auch noch um Erkunden. Es gibt zwar eine Karte, aber auf der ist noch nicht alles aufgedeckt. Es gibt vielleicht auch noch Wege, die nicht aufgedeckt sind. Das heißt, herauszufinden, wie die Welt aufgebaut ist, welche Eigenschaften es gibt. Es geht darum, Engstellen zu blockieren. Das ist kein einfaches Netz, sondern es gibt einige Orte, die leicht erreichbar sind, einige, die schwerer erreichbar sind und sich daraus taktische Vorteile zu holen. Und es geht darum, um Freund-Feind-Erkennung. Wieso genau? Dazu komme ich hier. Genau, denn wie? Der Unterschied ist, normalerweise programmiert man, was weiß ich, eine AI, ein Element. Hier ist jedes Schiff ein eigenes Skript. Es ist nicht nur ein eigenes Skript, es gibt keinerlei Funktionsaufrufe, mit der man jetzt, keine Ahnung, auf geteilte Variablen zugreifen kann oder ähnliches, sondern die einzige Kommunikationsmöglichkeit, die es gibt, sind Nachrichten. Und diese Nachrichten sind pro Galaxie. Ja, das Universum ist aus vielen Galaxien aufgebaut, die untereinander verbunden sind, aber Nachrichten können nur innerhalb einer Galaxie gesendet werden. Das bedeutet natürlich, wenn ihr etwas in eine andere Galaxie bringen wollt, wenn ihr Schiffen in einer anderen Galaxie einen neuen Befehl beteilen wollt oder auskundschaften wollt, dann müsst ihr ein Schiff dahin schicken, das die Daten aufsammelt, wieder zurückbringt, sie euch mitteilt, etc. Es gibt eine begrenzte Sichtweite, das heißt, ein Schiff reicht noch lange nicht pro Galaxie, um zu sehen, was passiert. Man kann am Rand entlang schleichen, man kann sich vielleicht aufteilen, einen Sperrtrupp voranschicken. Und natürlich sieht man Hindernisse später. Es geht, ja, Sprünge in andere Galaxien, dadurch sind sie verbunden. Nicht jede Galaxie, na, man kann nicht aus jeder Galaxie in jede springen, jedes Warpgate hat ein Ziel und ein Ort, von dem man in dieses Warpgate springen kann. Der Speicher pro Schiff ist sehr begrenzt. Ihr könnt Sachen speichern, die darüber hinausgehen, wenn ihr in ein anderes Universum springt, wenn euer Skript neu gestartet wird, wenn der Server neu gestartet wird. Wenn ihr manuell Updates verteilen wollt, das ist der wichtigste Teil. Ihr ladet Skripte hoch und setzt das Skript auf eurem Schiff. Das heißt, euer Schiff läuft immer mit einem aktuellen Skript. Und jetzt, keine Ahnung, seht, ihr habt hier einen Bug gefunden. Dann müsst ihr euren Schiff irgendwie mitteilen, dass sie die neue Version installieren sollen oder ihren Speicher verändern sollen. Das geht alles nicht automatisch. Und das Erstellen von neuen Schiffen. Ihr habt eine Heimatgalaxie, in der ihr ausprobieren könnt, in der könnt ihr auch noch auf Schiffe zugreifen. Ihr seht alle Nachrichten, aber das fällt weg, sobald eure Schiffe sich weiter entfernen. Das heißt, da könnt ihr trainieren, könnt schauen, dass eure AI das macht, was sie macht, dass sie erkennt, ob ein Schiff zu euch gehört oder nicht, weil von außen ist das vom Schiff nicht erkennbar. Das heißt, ihr müsst eventuell ein Nachrichten austauschen, um zu sehen, ist das Freund, ist das Feind, will er was Böses, will er nicht. Genau. Wo? Das ist die URL mmcd.popcornpirat.de. Die ist aktuell noch nicht online, der Fairness halber. Vielleicht will sich jemand vorbereiten, sich einlesen. Ich hätte gesagt, wir fangen um 21 Uhr an und dann zum Ende am Sonntag, dann wird es dann die auch für die anderen Challenges eben eine Preisverleihung geben und die Kriterien für diese Challenge hier, die werden dann noch bekannt gegeben. Ja, wenn ihr jetzt hier sitzt und sagt, JavaScript und Lua, ich will aber Sprache X, dann kommt zu mir, ich werde im Hackcenter sitzen. Es ist eine Programmiersprache einzubauen, das ist das Einfachste an dem Spiel, das ist das Problem, also von Aufbausicht. Es gibt halt diese Anforderungen, sie muss halt einfach einbaubar sein, das heißt, keine Ahnung, wenn ich irgendwie die JVM integrieren muss, dann wird es wahrscheinlich eng. Das Bildsystem sollte einfach sein, also die Lua-Implementierung, die ich habe, ist Lua-JIT und die JavaScript-Implementierung, die ich habe, ist Ducktape und das ist, Ducktape ist zum Beispiel eine Header und eine C-Datei und das war's. Bei Lua könnte ich das auch machen. Ich habe stattdessen jetzt Lua-JIT genommen, einfach für die Performance, aber einfach vom Prinzip her wären einfache Bildsysteme einfacher. Mehrere Instanzen pro Prozess und Thread sind ja sehr wichtig. Also in einer Galaxie, eine Galaxie ist ein Prozess, das heißt, in einer Galaxie sind ja schon mal 10, 20 Schiffe vielleicht und die sollen alle in einem Prozess laufen. Das schließt zum Beispiel CPython aus. CPython arbeitet mit globalen Variablen und die Standard-APIs erlauben jetzt nicht, auf verschiedenen Instanzen zu arbeiten.
Wenn ihr eine gute Python-Implementierung habt, die das kann, dann kommt zu mir. Ich habe ein bisschen gesucht. Ich habe keine gefunden, aber vielleicht gibt es ja eine. Limit für Ausführungszeit und Speicherverbrauch natürlich. Das ist momentan eingebaut. Es sind aktuell noch keine harten Limits, weil ich halt sehen möchte, wie viel Speicherverbrauch so, wie viel Speicherverbrauch eine normale Stufe braucht, wie viel Rechenzeit. Bis jetzt habe ich das selber getestet, aber ich möchte natürlich auch sehen, was andere Leute brauchen. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie ihr, also wenn ihr jetzt seht, hier will ich mal mitmachen, aber wie, also natürlich Lua JavaScript, aber nach was suche ich? Zum einen natürlich Steuern, man muss Geschwindigkeit haben, man will anderen Raumschiffen ausweichen und so weiter. Da gibt es einmal dieses Paper Steering Behaviors for Autonomous Characters, und das ist aus der Spielentwicklung. Und da geht es eben darum, wenn ich an einem Punkt anhalten möchte, ihr habt nur eine begrenzte Beschleunigungskraft, Bremskraft und einen Impuls und wie ihr eben dann an diesem Punkt nicht übers Ziel hinausschießt, am Gegner ausweicht und so weiter. Ja, vielleicht auch Behavioral Trees, also wenn ihr entscheiden wollt, was soll euer Schiff gerade machen. Es gibt ja viele verschiedene Sachen, auf die ein Schiff achten muss, Gegnern ausweichen, sein Ziel verfolgen, vielleicht noch Nachrichten austauschen, dass es nicht von Freunden beschossen wird, diese ganzen Sachen, da wären Behavioral Trees vielleicht nicht schlecht. In der Lua-Implementierung gibt es Coroutine, das heißt, da könnt ihr ein kooperatives Multithreading machen, das heißt, ihr könnt eigene quasi Mini-Prozesse machen für eure jeweiligen Jobs. Das wäre vielleicht nachdenkenswert. Ja, ihr könnt natürlich auch über Transpiler nachdenken, wenn euch irgendwie eine Sprache fehlt. Das ist kein Problem, ihr ladet einfach Lua oder JavaScript hoch und mit was das entstanden ist, ist komplett egal. Das heißt zum Beispiel, was weiß ich, CoffeeScript, MoonScript für Lua, solche Sachen. Ja, und natürlich noch Promises, wenn ihr vor allem unter JavaScript arbeitet, wenn ihr eben asynchron arbeiten wollt, wenn ihr eben auf den nächsten Tick arbeiten wollt. Ja, Updates gibt es auf diesen Seiten, also mrmcd.popcornpirat.de 8711. Und ich werde die URL auch nochmal twittern. Jetzt kommen wir zur Demo. Also ich werde jetzt kurz mal die Demo zeigen, wie das so im Grunde aussieht, und dann werde ich etwas Lua-Source kurz zeigen, damit ihr seht, wie so ein Schiff funktioniert, und dann würde ich auch Fragen beantworten. Also diese Kästchen hier, das sind die unterschiedlichen Galaxien, die sind mit diesen Warp-Gates verbunden. Also ihr seht, das ist jetzt noch eine kleine Version, hier meine lokale Demo-Version, weil das mit Debug-Symbolen und auf dem Dual-Core läuft, das ist noch nicht so effektiv, aber das eigentliche Spiel, ich habe mir dafür die 3 Tage, habe ich auf die Cloud zurückgegriffen und mir so einen schönen 8-Kerner von Amazon in der Cloud geholt, der sollte das besser abkönnen, und jetzt etwas ranzoomt, da sieht man eben hier, dass die Zonen hier in der Mitte, die sind später nochmal verschoben, das sind die Capture Zones, also ihr könnt damit Galaxien erkunden, um sie für euch zu zeichnen, dass sie euch gehören. Das hat momentan noch keinen Spieleffekt, aber das ist einfach um zu gewinnen und dass man eben sieht, wer wo aktiv ist. Die roten Kreise, die hier um die Punkte sieht, das sind die Sichtweiten der Raumschiffe, das heißt, ihr seht, das ist recht klein, das heißt, selbst wenn jemand eine größere Armee hätte, wäre es die entsprechenden Skills vorausgesetzt gut möglich, an Leuten vorbeizurücken. Das Schwarze hier, das sind Geschosse. Die Geschossreichweite ist ungefähr doppelt so lang wie die Sichtreichweite. Es sei noch hinzugesagt, dass die Geschosse bekommen natürlich eure Geschwindigkeit mit, das heißt, wenn ihr nach vorne schießt, sind eure Geschosse schneller, fliegen weiter, wenn ihr nach hinten schießt, kürzer. Das kann man vielleicht einplanen, weil man so vielleicht auch dann eine höhere Reichweite hat als der Gegner. Das Blaue sind die Verbindungen. Es gibt dann auch noch Heimgalaxien. Wie gesagt, die Heimgalaxien sind insofern besonders, dass keine Gegner reinkommen können und ihr in diesen Heimgalaxien eure Schiffe verändern könnt. Also sobald ihr aus eurer Heimgalaxie raus sind, habt ihr keinen Einfluss mehr darauf. Und wie gesagt, in einer Heimgalaxie könnt ihr eben... Oh, ich sehe, wir haben einen Debug. Okay, weil ihr in der Heimgalaxie sind, könnt ihr eben den Speicher verändern, den Speicher auslesen, ihnen Nachrichten schicken oder
explizit eine neue Version hochladen, wenn ihr eben irgendwie seht, dass noch Bugs sind. Genau, und dann könnt ihr die Weltherrschaft auch durchreißen. Ja, Fragen? Genau. Es ist insofern limitiert, also die Limits sind halt momentan auch das Problem. Also generell ist es so, wenn du mehr Schiffe hast, musst du länger warten, bis du wieder Schiffe erstellen kannst. Das heißt, jemand, der weniger Schiffe hat, kann schneller welche erstellen. Und was die Obergrenze ist, ja. Und es wird auch noch einberechnet, aber bei weitem nicht so weit, wie viele Schiffe du schon verloren hast. Also 10% oder so von der Zeit. Einfach, dass ihr nicht rausgeht und Schiffe verheizt. Ja, genau. Noch Fragen, Anregungen? Fehlt euch eine Programmiersprache? Wollt ihr auch springen und mehr Programmiersprachen einbauen? Okay, dann, wie gesagt, um 9 geht's los. Ich blende nochmal die URL ein, mmcdpopcorn.at. Oder einfach auf Twitter werde ich auch nochmal die URL tweeten. Und genau. Ah, ja, guter Punkt. Da war was, ja, da war was. Ich glaube, es ist okay. Es ist nicht abgestürzt. Es läuft nur sehr langsam gerade das Spiel. Es braucht viel Speicher. Ja, noch generell was dazu gesagt ist, bei den Sprachen, sowohl JavaScript als auch Lua, die APIs sind sehr ähnlich. Es gibt kleine Unterschiede, einfach wie halt Parameter aufgebaut sind, damit man halt in Lua jetzt nicht direkt Arrays hat und sich die Objekte in JavaScript etwas anders verhalten. Genau, das ist jetzt hier, das ist das Beispiel, also das ist die Hälfte von dem Beispiel-Skript von den Schiffen, die ihr gesehen habt. Die schießen ab und zu, was daher kommt, dass er zum Testen ab und zu mal ein zufälliges anderes Skript lädt. Dazu sei hinzugesagt, diese Skripte, die ihr hochladet, die gehören euch nicht. Das heißt, ihr solltet eure Kommunikation vielleicht verschlüsseln, damit nicht andere Leute eure Firmware auf ihr Schiff laden oder, was weiß ich, eure Schiffe dazu bringen, ihre Firmware auszuführen. Wie gesagt, also der einzige Ort, an dem der Besitzer des Schiffs festgehalten wird, ist in der Datenbank für Statistik. Ansonsten, das Spiel kennt keine Teams. Es kennt einfach nur einen Schiffsnamen, das Skript, das drauf läuft, und den Speicher, und das war's. Hier am Anfang zum Beispiel berechnet das Schiff eben seine Schnelle. Also wir haben hier Max Speed, wir haben Max Acceleration, und dann berechnet es eben zuerst mal so Navigationsgeschwindigkeiten, der es noch ausweichen kann. In dem Fall, also es möchte halt Sachen ausweichen, die noch in der Hälfte seines Sichtfelds sind. Was effektiv bedeutet, wenn sich zwei Schiffe mit der Maximalgeschwindigkeit entgegenkommen, kommen, können sie sich ausweichen. Es wird jedes Mal, wenn euer Schiff aufgerufen wird vom Spiel, das ist so 60 Ticks pro Sekunde grob. Wenn es länger dauert, dann läuft eine Galaxie halt langsamer als die andere. Das nennt sich Raumzeitkrümmung. Es ist komplett beabsichtigt. Ja, genau. Und ihr habt hier eine ganz normale Funktion, der Thrust. Ihr habt eine Funktion Shoot. Shoot, die einen Winkel entgegennimmt. Ihr habt eine Funktion, mit der ihr eben abfragen könnt, wie lange noch warten müsst bis zum nächsten Schuss. Hier unten wird die Kommunikation. Könnt ihr abfragen, wie viele Nachrichten da sind, könnt ihr alle abholen. Aktuell sind Nachrichten dann sofort im nächsten Tick zugestellt und garantiert. Ja, das heißt, da könnt ihr vielleicht auch noch irgendwie diese
Eigenschaften ausnutzen. Also Nachrichten kommen garantiert in der aktuellen Galaxie an, aber nicht weiter. Genau, und das ist vielleicht auch, solche Sachen solltet ihr vielleicht nicht dann in eurem normalen Code haben. Wenn ihr Nachrichten empfangt, also Evil, Evil Eval. Genau. Vielleicht solltet ihr irgendwie JSON oder sowas nehmen. In der Lua-Implementierung habe ich noch eine Vector-Library mitgeliefert und eine Serialized-Deserialized-Library. Wenn ihr für JavaScript oder für Lua Libraries habt, die gut für alle wären, würde ich noch mit einbinden und die würden sich dann nicht auf den Speichercounter eures jeweiligen Schiffs auswirken. Also ihr habt immer noch genauso viel Speicher, um selber zu arbeiten, aber nützliche Tools, die alle brauchen können, würde ich halt dann auch allen bereitstellen. Genau. Die können alle empfangen. Die Nachrichten haben noch einen Sender dabei. Haben noch einen Sender dabei, ja. Aber ihr wisst natürlich nicht, ob das andere Schiff zu eurem Team gehört oder nicht. Ja. Also Nachrichten haben einen Sender und einen Text. Die sind in der Länge limitiert. Nee, der ist gesetzt aktuell noch. Aber ich wollte jetzt die Mechaniken erstmal einfach halten. Also Navigation, die ganzen Sachen, also an sich, wenn ihr alle sagt, das ist so zu langweilig, dann können wir auch den Sender rausnehmen. Ja, aber du weißt ja nicht, wenn du ein neues Schiff generierst, dann kriegt das eine zufällige ID. Ja? Ja, du sendest nie, es sendet immer ein Schiff. Und wenn du halt ein Schiff hast, das seit 5 Minuten im Universum rumfliegt und es trifft ein anderes Schiff, das erst seit 2 Minuten erstellt wurde, dann muss das irgendwie rausfinden, das gehört noch zu mir. Und der Speicher ist recht begrenzt, also wir können mal nachschauen. Ja, ich kann mal schnell im Code nachschauen, also ist alles bewusst sehr klein gehalten. Genau, also der Standard-Speicher, ihr könnt, das Problem ist, dass ihr in Lua könnt ihr Strings, können sämtliche Bytes drinstehen, 0 Bytes, was auch immer. In JavaScript nehmen wir leider nicht. Das heißt, Nachrichten und Speicher sind auf sämtliche Buchstaben, Zahlen, Leerzeichen, Tab, Newline begrenzt. Ihr könnt keine 0 Bytes schreiben oder so. Hätte ich gerne gemacht, aber die JavaScript-Implementierung kann es nicht. Also die Standardlänge für den internen Speicher, der persistiert, wenn euer Schiff neu startet. Euer Schiff startet auch jedes Mal neu, wenn es durch den Warp-Gate fliegt und so. Es sind 256 Zeichen. Ja. Und die Nachrichtenlänge hat sich hier versteckt. Sich nicht hier versteckt, okay. Die Standard-Nachrichtenlänge sind 128 Zeichen. Schiffs-IDs sind 32 Zeichen lang. Zufällig. Das heißt, ihr müsst sie vielleicht verkürzen, ihr müsst euch vielleicht darauf verlassen, dass ein anderes Schiff nicht zufällig die gleichen ersten 4 Zeichen hat. Wenn ihr die intern abspeichern wollt. Genau. Noch andere Fragen? Ja. Die eigene ID kennen Sie. Momentan stößt du an eine Wand. Es war innerhalb der Zeit das einfachst implementierbare. Deswegen sind auch die Galaxien eckig und so, weil das sind sehr schön schnelle Tests. Die bekommst du selber, also das ist. Man bekommt recht. Also ihr bekommt eure Geschwindigkeit, eure Position. Die Info, dass ihr. Na, ihr bekommt keine Info, ob ihr mit jemandem zusammengestoßen seid oder getroffen wurde. Ihr merkt einfach, dass euer Leben weniger ist. Ja, für Sensoren war kein Platz mehr. Ich kann mal hier. Das Lua
Interface an die Wand werfen, dann kann ich mal kurz drüber gehen, was es so an Funktionen gibt. Ja genau, also ihr habt euer Schiff hier, ihr könnt Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Position, ihr könnt eure Maximal, es gibt eine Maximalgeschwindigkeit im Universum. Es war eigentlich so gedacht, dass ihr danach verglüht. Momentan werdet ihr einfach ausgebremst. Also stellt euch vor, wenn euer Schiff zu schnell ist, dann steigt die Automatik an und bremst euch ab, bevor ihr im All verglüht, weil zu viele kleine Partikel. Es gibt einen Cooldown für eure Waffe. Ihr könnt schießen, ihr könnt abfragen, wie schnell eure Waffe ist, wenn ihr vielleicht zielen wollt. Ihr könnt abfragen, wie lange eure Kugel lebt. Euren Schiffnamen könnt ihr abfragen. Ihr könnt abfragen, welches Skript ihr gerade ausführt. Wie weit ihr seht. Und es gibt auch ein Bonus-Feature, das Radar Bullet Range. Der Punkt ist halt, wenn ihr die Radartreffer, also was ihr seht, die sind aktuell nicht sortiert. Das heißt, wenn halt, keine Ahnung, 200 Kugeln um euch sind und nochmal, keine Ahnung, 20 Gegner ist jetzt übertrieben und die Rechenzeit knapp wird, dann seht ihr vielleicht nicht mal das Wichtige. Dann könntet ihr noch die Range, an der Kugeln angezeigt werden, verringern, dass nur sehr nahe Geschosse angezeigt werden, die vielleicht für euch wichtiger sind. Ich denke nicht, dass ihr das braucht. Also die Rechenzeit müsste eigentlich ausreichen, dass ihr alle wichtigen Berechnungen machen könnt, aber es wäre da. Also ihr könnt die Nachrichten empfangen. Und speichern, lesen und schreiben. Wenn ihr weiter schreibt, sowohl bei Nachrichten als auch beim Speicher oder ungültige Zeichen, die werden einfach rausgelöscht. Euren Speicher könnt ihr nicht jedes Mal beschreiben. Also das sind kleine 5 Sekunden oder so. Ihr könnt alle 5 Sekunden euren Speicher schreiben. Und dann könnt ihr euer Capture Beacon setzen, damit könnt ihr so eine Galaxie einnehmen. Die Fraktion, für die ihr es einnimmt, die könnt ihr freisetzen. Das heißt, ihr könnt problemlos Full-Stack-Operationen fahren. Das ist so das Typische aus Action-Spielen, kennt man das, dieses Einnehmen. Also solange es nicht eingenommen ist, geht es zu neutral und gehört dann irgendwann einer neutralen Fraktion. Wenn nur Schiffe von einer Fraktion gerade drauf sind und diese ihre Einnehmflagge anhaben, dann geht das in die Richtung, bis es den Threshold erreicht hat und dann behält es die Position. Und wenn ihr eben angreift und nicht über Null kommt, dann lädt sich langsam wieder auf, wenn niemand mehr da ist. Und wenn ihr halt, jemand von der Fraktion ist, dem die Galaxie gerade gehört, dann kann er das Erobern blockieren. Also, das ist jetzt recht Standard, denke ich mal. Das ließe sich vielleicht auch noch vereinfachen, ich weiß nicht. Also, war jetzt einfach nur die erste Version. Ihr könnt noch so Sachen abfragen, wie groß ist es? Ja, das heißt noch Universe. Das ist eigentlich die Galaxie. Wie groß ist die Galaxie gerade und wo sind die Warp-Gates? Das wollt ihr vielleicht wissen. Ihr könnt euch selber neu starten, weil wenn ihr das Skript setzt, dann müsst ihr nochmal neu starten. Oder ihr könnt andere neu starten. Und ihr könnt eben euer Skript setzen. Noch wichtig, also ihr könnt während der normalen Tick-Funktion, die jedes Mal aufgerufen wird, kann euer Code so viele Fehler werfen, wie ihr wollt. Das ist halt einfach Zeit weg. Wenn ihr beim ersten Laden, also nach einem Reboot oder wenn ihr durch ein Warpgate kommt, wenn ihr da einen Fehler lauft, dann explodiert euer Schiff. Nur macht halt einen Try-Catch oder so, aber ja. Okay, noch Fragen? Anregungen? Hat jeder seine eigene? Die sind verteilt, also möglichst am Rand halt. Und wenn es eng werden sollte, fügen wir halt noch ein paar Galaxiencluster hinzu und dann sollte gehen. Also 21 Uhr wird es losgehen. Ich kann nochmal die... kann ich einbauen, aber habe ich jetzt... Ach so, das ist mein Fremde, ne? Ja, das geht. Also die anderen Schiffe, um dich selber zu updaten, muss es ja nur diese ID wissen. Das heißt, du musst irgendwie dem anderen Schiff, das andere Schiff, davon überzeugen, dass es sein eigenes Skript auf die ID setzt. Das ist eine gute Idee. Ich werde noch schnell eine Funktion einbauen, mit der man Skripte nach ID wieder
runterladen kann, wenn man dann irgendwie andere abfängt. Sehr gute Idee. Ja, nur schwer. Nur schwer. Ja, also theoretisch war auch angedacht, dass man nur, keine Ahnung, einmal die Minute oder so ein neues Skript hochladen kann, aber das ist jetzt, die Zeit war knapp. Die Features viele, ja. Okay. Noch Fragen? Ich wollte die URL wollte ich gerade werfen. Genau. Ja. Vielleicht auch später unter Port 80, sobald ich die Zeile geändert habe. Okay, dann war es das von meiner Seite aus und ich werde im Hackcenter sitzen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr wissen wollt, wie so euer Schiff explodiert ist und solche Sachen. Ich werde euch keine Logs rausgeben, weil das wäre unfair, aber an sich, genau. 21 Uhr geht's los. Ja. Vielen Dank.